der Mafia. Meine Familie, die kommen aus Italien. In Italien haben die alle umgebracht. Und jetzt bin ich hier und diese Straße gehört mir. Guck mir in die Augen. Du bist der Mörder und ich weiß es. Und du weißt, dass ich es auch weiß. Und ich weiß, dass du es weißt, dass ich es weiß. Was willst du mir von mir? Ich schubse dich das nächste Mal, wenn ich dich sehe. So, Breit, also, ich erinnere mich an die letzte Folge. Wir waren an diesem Punkt, wo wir angegriffen werden von zwei Wilden, die versuchen, uns umzubringen. Und mit uns meine ich Mäntel und Chat. Und soweit ich mich erinnere, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, in der letzten Folge haben sich Mäntel und Chat ineinander verliebt. Und sogar verlobt. Das heißt, ich glaube, die Drehung vergessen. Mann, ich mache die Drehung nur einmal am Tag, Chat, und nicht dauernd. Nicht jedes Mal, wenn die kommt. So. Also, Chat und Mäntel sind verlobt. Das ist aber nicht das einzige Liebespaar, was es gibt. Es gibt noch Barso und Vlesk. Vlesk liegt hier oben, ist schwanger im dritten Trimester. Also das Kind steht kurz vor der Entbindung. Es kommt in 5 Tagen. Allerdings hat Vlesk die Grippe. Und zwar leicht. Wir können mal drauf gucken. Die Immunität ist bei 29%. Und die Grippe ist bei 21%. Es sieht gut aus. Wenn alles gut läuft und wir uns gut um Vlesk kümmern, bekommen wir das Baby innerhalb dieser Folge noch geboren. Wir haben uns schon drauf geeinigt, dass das Baby Timid heißen wird. Wette bis 23 Uhr, genau. Die Wette geht bis 23 Uhr. So, okay, soweit so gut. Dann ist in der letzten Folge jemand zu uns gekommen, der aktuell noch Bishop heißt, müssen wir aber noch umbenennen. War, glaube ich, ein Nudist, oder? Nein, Psychopath und Nachteule. Und ich glaube, Bishop hat schon mit Mäntel geflirtet. Nee, mit Chat. Und wurde aber abgewiesen. Wo war das hier? Stand doch irgendwo drin, oder? Was? Bishop näherte sich dem Tier Barso und sprach leise mit sich selbst über das Schicksal des Universums. Was war Trill? Ah, wir wollten ihn Trill nennen, stimmt. Stimmt, stimmt, Chat. Wir wollten ihn Trill nennen, weil er ein Messer dabei hatte und Psychopath war. Ja, perfekt. Okay, so, dann. Shit, ich hab die Angreifer nicht gerettet. Ich bin ein Idiot. Stirbt in 6 Stunden, schaffen wir noch? Stirbt in 5 Stunden, wir schaffen beide noch. Jeremy, ihr wollt jemanden Jeremy nennen? Wir können vielleicht einen von den beiden Jeremy nennen. Was? Nein, Trill ist schon gegangen. Ach stimmt, Trill ist gegangen. Trill war ja der uns zu Besuch war. Und der hat sich dann verpisst. Stimmt. Ja, nee, dann nennen wir den nicht Trill. Wir nennen ihn nicht Trill, wir müssen uns noch einen Namen ausdenken für ihn. Aber wir müssen uns erstmal hier um die beiden kümmern. Und zwar, wir schauen jetzt, wen von beiden... Dalu? Ja, Dalu ist gut. Okay, lass reingehen, wir machen Dalu. Finde ich gut, Chat, das finde ich gut. So, Dalu. Okay. Wir müssen jetzt aber überlegen, wen wir von den beiden retten. Wir können beide retten, damit wir unseren Medizinskill erhöhen, aber wen wir von beiden behalten. Lass uns erstmal die Skills angucken. Also, der hier ist 44 Jahre alt, ist ein Krieger, war in seiner Kindheit Feuerhüter, im Erwachsenenalter Zimmerer geworden. Der verweigert nichts, das heißt, er macht alles. Merkmale: hart arbeitend, das ist saugut. Psychopath, auch gut. Misogynie, der hasst Frauen. Okay, den retten wir auf jeden Fall. Dann schauen wir uns mal den hier unten an. Der ist 33 Jahre alt, verweigert auch nichts. Merkmale, schneller Geher, das ist gut. Stubenhocker, okay. Und Masochist. Wir werden beide retten, Chat. Wir haben beide gute Traits. Das Problem ist nur, wir haben nicht 2 Gefängnisse.
Das heißt, wir werden hier ein Ersatzbett hinmachen, machen daraus ein Krankenbett. Dann sagen wir Chat, er soll den hier retten oder gefangen nehmen. Und wir sagen Mental, er soll den hier gefangen nehmen. So, wir schauen mal. Hat er gerade Dalu gesagt? So, werden die versorgt? Hier liegt auch schon Medizin. Was macht Mental jetzt? Entfernt Dreck. Stirbt der aber jetzt? In 5 Stunden. Ich glaube nicht, dass Chat es schafft, beide zu retten, oder? Was ist nur noch 4 Minuten? Was meint er mit 4 Minuten? So, er wird behandelt und er ist noch... Er stirbt in 5 Stunden. Mental putzt, ist sehr gut. Speicher lieber. Warum? Needs the game back in 5 minutes. Was? Bondra. Hey, Bondra. Needs this shard... Was? Shared game... Was? Was soll das? Wer benutzt einen Bondra-Account? Wer benutzt den Bondra... Wer benutzt jetzt gerade den Bondra-Account? Schreib mal bei uns im Slack. Mach ich mal bei Live. Das geht jetzt ganz schlecht jetzt. So. Hi. Ich spiele gerade 2 Minuten. Rim World. Und jemand möchte mit dem Bondra Account was anderes spielen. Das kickt mich aus der Session. Bitte nicht. Ausrufezeichen. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, was passiert. Steam Offline-Modus. Das checkt er aber trotzdem, oder nicht? Okay. Wir spielen jetzt einfach weiter, gucken, was passiert. Also, Chat versorgt gerade den Gefangenen. Die muss auch weiter geputzt werden. Und Mental versorgt den anderen, das ist aber schlecht. Mental hat nämlich nur Medizin 2. Das könnte ein Problem werden. Tod in 4 Stunden, Tod in 8 Stunden, schafft's aber trotzdem. Was, PC wieder ausmachen? Ihr meint, das war wegen PC 4, weil Maurice es gemacht hat, oder was? So, wurde der jetzt hier gerettet? Ja. Hä, nee, das kann nicht sein. Das ist Mental. Der da drunter wurde gerettet. Es geht nur noch um die Rettung von ihm. Geht alles wieder. Ein Meerschweinchen wurde zahm. GG, ist durchgespielt. Spiel ist durchgespielt. Da haben wir es. Mann, easy. Wir gehen auf Tiere, sagen dem Meerschweinchen, es soll zu Base und zu Vlesk gehen. So, wurde jetzt hier versorgt? Ja, es wurde auch schon geputzt. Das ist das Geilste. Mental putzt immer sofort. Im Gegensatz zu seinem Real-Life-Counterpart macht er immer direkt sauber. Aber hier ist noch dreckig. Okay. So, in dieser Folge wollen wir... wir wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Vlesk das Baby bekommt. Wir wollen diesen Raum hier zu unserer Kühlung ausbauen. Das soll unser Kühlschrank werden. Das hier ist unsere Schlachtbank. Hier werden unsere Batterien gelagert. Wartet mal, wir machen das jetzt auch so, dass sie nur noch Nährstoffpaste essen. Weil ich glaube, der Nährstoffpastespender funktioniert. Da ist aber kein Essen drin. Das ist schlecht. Das heißt, wir gehen hier auf Lager, sagen Priorität kritisch. Und da sollen alle Essenssachen reingestellt werden. So, und dann machen wir hier aus dem Lager, machen wir
Nahrung raus, bis auf Mahlzeiten, weil die wurden schon hergestellt. Sondern können wir hier das pausieren und wir machen hier ein Lager rein, damit hier das Essen gelagert wird. So, so, so. Und das Bett von Dalu müssen wir verschieben. Dalu muss woanders pennen. Gefängnis benötigt. Ah, das ist ein Scheiße. Fallen erneuern machen wir auch gleich. Chat, aber das Problem ist, das hier ist eigentlich unser Essensraum, aber wird als Gefängnis gerade benutzt. Das heißt, wir können ihn nicht als Speisekammer benutzen. Das ist nicht gut. Das heißt, wir lassen hier nochmal die Mahlzeiten hier zu Ende essen und wir lassen Chat auch weiter kochen. Und dann müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir ein richtiges Gefängnis haben. Oder sollen wir... Lass mich sterben. Warum willst du sterben? Dalu kann doch bei Chat und Mental schlafen. Ist eine Nachteule. Meint ihr? Das können wir so machen. Das finde ich aber creepy. Wenn ich mit Mental in einem Bett liege und dann liegt Dalu da irgendwo. Warum dann nicht einfach ein Zimmer rechts bauen? Ja, hier so dran, ne? Ja, wir haben, glaube ich, auch genug Steine. Mache ich jetzt auch. So. Okay, dann brauchen wir eine Tür. Dann brauchen wir eine Erweiterung von diesem Gang. Wobei, ich baue das nicht hier, sondern bauen hier. Bauen wir hier so weit. Und wir bauen... Hier hin machen wir hier zwei Türen rein, oder? Smart. Und wir bauen außen Steintüren. Was sind das hier? Granitblöcke. Dann bauen wir auch eine Granittür. Struktur. Tür aus Granit. Da und da. Dalu schläft ja nicht gleichzeitig mit uns. Stimmt. Weil er eine Nachteule ist. Na gut, dann machen wir das so. Das ist, glaube ich, sogar sehr effizient, was ich hier vorschlage, Chat. Das ist sehr smart. Das machen wir. Also wir bauen jetzt eine Kopie. Und wo soll Dalu schlafen? So am Fußende? Ja, wie so ein Kind. Das ist geil. Dalu schläft am Fußende von Chat und Mental. Das finde ich nice. Okay. So, soweit gut. Soweit so gut, oder? Das ist ziemlich gut. Wir können das Bett, was er schon benutzt, verschieben. Ich muss es ja nicht bauen. So, wir verschieben das. Neu montieren. Hier schön ans Fußende. Kann ich, wenn er nachts schläft, oder wenn ich morgens aufwache, kann ich meinen Fuß ins Gesicht drücken. Das gefällt mir. Okay, so, wir haben hier einen Gefangenen. Der muss noch angeworben werden. Da schauen wir mal ganz kurz. Der wird rekrutiert. Die Rekrutierungsschwierigkeit ist 40%. Die Chance ist 45%. Der Widerstand ist 7,5. Das heißt, der hat noch nicht so richtig Bock, angeworben zu werden. Zuweisung der Zone ändern. Ah, ich hab die hier noch. Wir machen die unbegrenzt. Sehr gut, dann können die raus. Allerdings war das ja bisher auch immer so, dass die, ich glaube, wir haben ja die Basiszone so eingestellt. Ja, das gehört ja alles dazu. Das können wir aber hier nochmal erweitern. Das hier auch. Also das ganze, der ganze Innenbereich von unserer Base soll zur Basis gehören. Damit die sich innen drin frei bewegen können. Also die Felder bewirtschaften. Ich find's richtig geil, dass wir unser erstes Windrad haben. Oh, Chat. Da kommt ein Händler von exotischen Gütern. Wenn das viele sind, können wir heute den Raum aufmachen. Und wir müssen die Fallen aufarbeiten. Das stimmt, Chat. Wir haben kein Holz gerade. So, eine Karawane der Fraktion Rala nähert sich. Sie sind Händler exotischer Güter. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Wenn das jetzt mehr als 5 sind, machen wir den Raum auf. Das ist perfekt. Aber die sind nicht gut bewaffnet. Es sind 15 Leute. Das ist perfekt. Wozu das Risiko? Damit wir den Benefit von diesem Raum haben. Wir müssen aber dafür, wir müssen dafür sorgen, also wir können es nicht einfach so machen, sondern wir müssen gucken, wo die sich wo die kampieren. Und wir müssen unsere Fallen erneuern. Das ist ganz wichtig. So, das heißt, wir schauen mal in die Arbeitsanweisung. Waldarbeit macht bei uns Mental.
Das heißt, wir nehmen Mantel und sagen ihm... Guck mal, hier oben ist Holz. Dann sammeln wir das Holz hier ein. Ist hier noch mehr Holz? Hier ist noch mehr Holz, perfekt. Wir sammeln das Holz ein und dann sagen wir... Wer ist denn das hier? Warum liegt da einfach ein nackter Dude bei uns? Okay. So, also, den können wir einsammeln, das können wir auch einsammeln. Hier ist Jade, die haben Jade verloren. Okay. Keine Sorge, Matthäus Experte. Ja. Wir können eine Wette machen. Also, warte mal. Wir schauen erst mal, wo kommen die? Die sind da oben. Die sind hier oben. Okay. Chat, ich werde den Raum öffnen. Ich werde den Raum öffnen. Wir machen eine Wette, ob der Run an dieser Raumöffnung stirbt. Also das heißt, haben wir überhaupt einen Mod da? Haben wir einen Mod da? Wieso gehst du das Risiko ein? Weil es einen hohen Benefit hat für uns. Speichern vorher, so funktioniert es nicht. Auch wenn ich speichere, ich darf den Speicherstand nie wieder benutzen. Auch wenn der Run, auch wenn der stirbt. Ohne Fallen? Nein, nein, wir werden auf jeden Fall Fallen aufmachen. Wir werden Fallen hier aufbauen für unseren Eingang. Karawanenplatz setzen, das geht nur mit einer Mod, haben wir schon oft drüber gesprochen. Wir werden dann den Raum öffnen mit jemandem, den wir nicht brauchen, und zwar Dalu. Dalu wird den Raum aufmachen und wir lassen ihn dann wegrennen, in der Hoffnung, dass er nach oben wegkommt. Aber die sind echt weit weg, ne? Das ist echt scheiße. Also wir müssen als erstes müssen wir die Fallen hier erneuern. So, wir müssen die Fallen aufbauen, das ist wichtig. Trading Spots, das ist genau das, was gerade eben gesagt wurde. Also, ich zeige es nochmal. Das ist, glaube ich, bei Diverses. Wir können eine Karawanenstelle machen, aber das ändert nichts. Man kann keinen Trading-Spot einstellen, soweit ich weiß, oder? Hochzeitsplatz kann man einstellen, Partyplatz, Karawanenlandestelle, aber nicht, man kann nicht einstellen, wo man handelt. Wie lange bleibt so eine Karawane? Schon bis... Upp. Die sind hier oben jetzt. Das ist gut. Das ist gut. Die sind jetzt hier oben. So, warte mal, wir handeln jetzt erstmal mit denen. Wer hat denn die meisten sozialen Skills? Dalu. Krass. Okay, wir handeln erstmal mit Dalu. So. Die bieten uns an eine Schlange. Die haben eine Kobra, die wir kaufen könnten. Wir können unser Meerschweinchen verkaufen. Sollen wir unser Meerschweinchen verkaufen? Dalu hat null. Nee, der war doch gut, oder? Ich hab's nicht gesehen. Hat er 0 gehabt? Geistig? War Dalu geistig auf 0? Meerschweinchen verkaufen? Ja. Okay, verkaufen das Meerschweinchen. Dann kaufen könnten wir Bauteile, Glitzerweltenmedizin, Techprint für Jumppacks ist viel zu teuer. Ist alles viel zu teuer, was sie haben. Gold will ich noch nicht. Ah, entweder Bauteile oder Medizin würde ich kaufen. Ich glaube, Medizin ist am smartesten aktuell. Sozial hat er null. Ja, ist okay, ist egal. Sozial ist entscheidend, nicht geistig. Ach stimmt, ich habe falsch geguckt. Ich habe falsch geguckt, Chat, war mein Fehler. Bauteile kann man nie zu viel haben. Ja, aber die können wir erstmal abbauen, die auf der Map sind. Du hast gar kein Silber. Doch, von dem Meerschweinchen bekomme ich 72. Ah, warte mal. Hä? Wie rechnet sich das denn, Chat? Ach, hier ist der Preis. 84. Ich dachte, ich bezahle 24. Okay, das ist natürlich Scam, ne? Das ist natürlich Scam. Dann nehmen wir nur eine Medizin. Okay. Hä? Ich bin dumm, ne? Ich bin einfach saudumm. So, wir nehmen keine Medizin, ne? Wir können ein Bauteil kaufen. So, machen wir.
So, akzeptiert. Geil. So, wo liegt das jetzt? Das liegt ja hier oben irgendwo, oder? Kann man das Silber reintragen? Ja. So, wie viele Fallen haben wir inzwischen? Da wird eine gebaut. Hier wird noch eine gebaut. Ich will die aber zu Ende gebaut haben. Geht das nicht? Wir müssen langsam den Raum aufmachen. Die verlieren doch vielleicht was beim Kampf. Stimmt, kann auch sein. Dado ist auch gar nicht gut gelaunt, ne? So, okay, also Mental baut jetzt die Falle. Wenn die Falle hier fertig ist, die Chat und Mental bauen, machen wir den Raum auf. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie gleich gehen. Ja, wir müssen es jetzt machen, Chat. Wir müssen es jetzt machen. Wir wecken jetzt Dalu. Wir sagen den anderen, die sollen in der Base bleiben. Dalu wecken wir, gehen in den Kampfmodus. Ist die Wette schon durch? Ja. Essen? Was mit Essen? Was ist mit dem Essen? Hunger. Wer hat Hunger? Wer hat Hunger? Pup. Dalu hat Hunger. Sollen wir erst was essen mit dem? Die haben alle Hunger. Warum haben die alle Hunger? Warum essen die nichts? Warum essen die nichts? Soll Dalu erst was essen, bevor er den Raum aufmacht? Ah, weil das für die Gefangenen reserviert ist. Weil hier ein Gefangenenraum drin ist. Oh mein Gott. Jetzt raff ich's erst. So, wir machen es jetzt folgendermaßen. So, Dalu geht jetzt essen. Dann, wenn Dalu gegessen hat. So, Chat ist hier. Hat Chat schon gegessen? Ja. So, die haben jetzt alle gegessen. Wir gehen jetzt mit Dalu in den Kampfmodus. Wir haben zu wenig Fallen hier. Scheiße. Wie viel Holz habe ich? 69. Ich glaube, eine Falle könnten wir weiterbauen, ne? Es geht schief. Dalu hat nichts gegessen. Stimmt, warum nicht? Macht er gerade noch. So, jetzt hat er gegessen. Gut. So weit, so gut. So, dann machen wir mal Chat auf unbegrenzt, damit er die Fallen bauen kann. So, sind die noch da? Ja. Okay, ich werde jetzt den Raum öffnen. Ein bisschen gefährlich und dumm, aber ich mag gefährlich und dumm. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Ich auch nicht. Eure Wetten sind durch. Ich darf, ne? Wip oder Rip, dass es scheitern wird. Nee, jetzt kein Wip oder Rip noch dazu. Wir haben schon Wip oder Rip. So, wir nehmen Dalu. Welche Mauer machen wir auf? Ich würde sagen, hier, weil dann können wir direkt um die Ecke laufen, dann sehen die uns erstmal nicht. Nee, eigentlich sollten wir hier aufmachen, damit die das direkt mitbekommen. Das heißt, wenn die rauskommen, sehen die das direkt. Wir müssen Dalu auch rauslassen. Das wird jetzt schwierig. Wir sind hier schon in der Nähe, das ist schon ganz geil. So, wartet mal ganz kurz. Mental putz, das ist gut. So, Raum wird geöffnet, let's go. Einmal beten nochmal ganz schnell. Jeremy Fragrance, bitte gib uns die Kraft, diesen Run zu überstehen. Bitte lass uns jetzt nicht an diesem komischen Raum sterben. Wir müssen es schaffen. Yeah! Okay. Okay. Let's go. So, jetzt ich mach ab jetzt langsam. Da ist nur ein Schnitter drin. GG! Okay, wir wissen nicht, was hier drin ist, ja? Wir wissen nicht, was hier drin ist. Das können wir noch später aufmachen. Aber wir werden jetzt mit Dalu in den Kampfmodus gehen und hier hochlaufen. Der kommt nicht raus. Warum kommt er nicht raus? Hä?
Baum ist im Weg. Er hat getriggert. Wir sind tot. Okay, Dalu. Ja. Jetzt geht's los. Was machen die denn hier? Nice. Wir haben jetzt schon den Kampf haben wir gewonnen. Sollen wir jetzt die Kapseln öffnen? Weil die sind auch gerade hier verteilt, ne? Wenn ich eine Kapsel öffne, gehen dann alle auf. Ich muss den Baum hier erst wegmachen, Chat. Sonst komme ich nicht mehr raus. Ich kann die anschießen. Schieß auf eine. Ah. Ich mach erstmal den Baum. Dann lass ich den Baum da. Kann ich hier drauf schießen? Ne, kann ich nicht. Baum ist egal. Schießen, nicht öffnen. So, warte. Wir gehen in den Kampfmodus. Gehen hier hin. Pfeil und Bogen. Komm, Dalu. Dalu, aim. Dalu, aim. Hä? Wie oft muss ich drauf schießen? Muss ich die kaputt schießen oder? Wann kommen die raus? Da ist eine Leiche drin, vielleicht ist sie leer. Öffnen. Die töten mich doch, wenn ich da reingehe, oder? Nächste anschießen. Komm, Dalu, aim. Ah! Okay, alles cool. Bleib cool. Bleib mal cool jetzt im Chat. Bleib mal cool jetzt. So, ein Gegner ist drin. Weg hier. Jetzt bringt er darin alle um. Kann ich ihn steuern? Nee. Steinhautdrüse. Boah. Tod in 7 Stunden. Tod in 18 Stunden. Der ist tot. Der lebt noch. Dickhautdrüse. Das habe ich auch. Wie kriegen wir den jetzt down? Von hinten schießen? Ja, mit Pfeil und Bogen, oder was? Okay, versuchen's. Nice, Hit. Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Kommt er zu uns? Weg hier. Nein, 3 Hits in Dalu. Tod in 22 Stunden. Fuck. Fuck. Oh, wieder ein Hit. Komm, geh raus. Renn raus, Dalu, renn raus. Ja, und jetzt wirst du sterben, du mieses Schwein. Was hast du davon, dass du Dalu anschießt? Was? Hä? Nee. Kommt vorne rein. Aber alles gut, der kommt vorne rein. Vorne haben wir Fallen. Der kotzt. Okay, sollen wir hinten jetzt schon mal Leute retten? Also wir können zumindest können wir Dalu retten. Machen daraus ein Krankenbett. Schicken Dalu hier rein.
So, der wird vorne sterben, glaube ich, oder? Okay. Läuft um die Ecke. Polarlichter gibt's, gut. Und stirb, du Schwein. Stirb, du Schwein. Vier, was? Ist das, was ist das? Ein Leopardpanzer oder was? Tod in 4 Stunden. Ja, wir lassen, der soll abhauen, Mann. Der soll abhauen und sterben. Renn weg. Nee, ich will seine Waffe haben. Ich will seine Waffe haben. Mäntel, du hast einen Knüppel. Hau den um. Mäntel schnappt sich den. Der kommt wieder zurück. Der kommt zurück, der will noch mehr. So, warte mal. Wird Dalo versorgt? Nein, der stirbt einfach gleich. So. Okay, komm, Mäntel, hau den um. Warte, nee, nee, warte hier. Ey, der hat 6 Fallen ausgelöst, bis er gestorben ist. Rest in Peace, wir haben ihn. Ist GG. Der war auf Drogen, ne? Ja. Der war voll auf Go-Juice. Der hat sich komplett zugedröhnt, hat in dieser Kryptoschlafkapsel 1000 Jahre gewartet und dann ist er wie ein Wilder raus und wollte alle umbringen. So, okay, dann. Die Frage ist, welche von denen wollen wir retten, Chat? Wollen wir überhaupt welche retten? Oder wollen wir die einfach wieder in die Kapseln reinstecken erstmal? Weil wir haben gerade viel zu viele Leute, ne? Wir haben hier 2 Gefangene, wir haben hier einen Gefangenen. Dalo ist verletzt. Wir stecken die in die Kapseln, ja. Ja, wir stecken die in die Kapseln. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. So, wurde Dalo jetzt schon versorgt? Nein, 16 Stunden. Dann darf Mäntel ein bisschen rumdoktern an ihm. Was macht er jetzt? Mäntel säuft Bier? Der hat sich ein Bier genommen. Das trinkt er doch nicht, oder? Der trinkt das! Alkoholiker einfach. Ja, cool. Ach, das ist auch noch... Jetzt ist er komplett besoffen, oder was? Nicht noch eins, du Penner! Du sollst Dalo versorgen, Mann. So, okay. So, einen haben wir in der Kryptokapsel drin. Übrigens sage ich Kryptokapsel, weil die so heißen in dem Spiel. Das sind eigentlich Kryokapseln. Aber aus irgendeinem Grund haben die Kryptokapseln genannt. Erstmal 2 Bier reinballern, ja, logisch. So, okay, wird hier reingebracht. So, und dann, warte mal, was, wenn die da ohnmächtig liegen, kann man die ausziehen? Oha! Warte mal. Können wir die Rüstung dann tragen? Megapock! Ich bin ja jetzt schon weiter als in jedem anderen Run in meinem Leben. Ich hatte noch nie eine krasse Rüstung. Okay, dann nehmen wir das hier. Marinerüstung anziehen. Okay. Einfach ein Zauberer. Was in dem kleinen Raum? Stimmt, dieser kleine Raum ist auch noch da, ne? Da gucke ich aber jetzt nicht mit, da gucke ich nicht mit Chat rein. Wie lange dauert das, diese Rüstung anzuziehen? Alter, wie OP. So, und dann stecken wir in die Kapsel rein. So, wurde Dalo jetzt versorgt? Der wird noch versorgt. Ist er tot? 20 Stunden. Mäntel macht alles, was er kann. Alles, was er kann. Okay, das ist gut. Dann das Ding hier. Techprint, kompakte Waffen. Das klingt geil. Und ich würde gern, dass Chat eine Shotgun benutzt, oder? Nee, wir lassen das erstmal so. Wir lassen die Shotgun aber reintragen. Wenn wir die Sachen jetzt reintragen, unser Koloniewert ist eh jetzt schon höher, oder? Der Wert unserer Kolonie ist gerade hier so angestiegen, weil wir diesen Raum geöffnet haben. Die Händler sind noch da. Wir könnten die Sachen bei den Händlern verkaufen, das stimmt. Das stimmt. Wir machen. Oh, das ist eine geile Idee. Zone. Lagerzone. Wir ziehen hier einfach eine große Lagerzone rein. So, und jetzt gehören die Sachen uns. In der Theorie. In der Theorie. Haben wir die jetzt oder nicht? Das erlauben.
So, und jetzt können wir handeln mit jemandem, der gut ist in Handeln, das bei Aufsehen. Bester Aufseher ist Chat. So, Chat, nicht schlafen gehen. Du handelst jetzt. Die Sachen erlauben, habe ich erlaubt. Das Bier ist auch noch da. Stimmt, das Bier können wir auch verkaufen. Das will ich auch nicht haben. Guter Call. Guter, sehr guter Call. So, Bier, das Gold von mir aus. Die beiden Waffen auch. Und das hier auch. Was mit diesem kleinen Raum? Das weiß ich noch nicht genau. So, okay. So, Chat, bitte handeln gehen. Okay, also, verkaufen können wir jetzt das fortschrittliche Bauteil, aber das würde ich behalten erstmal, Chat. Planstahl, den Techprint können wir verkaufen. Da kriegen wir nur 51 für. Dann behalten wir den lieber, oder? Lagerzone unnötig, ist sie? Den behalten wir, Chat. Ja, den wir behalten den. So, Gold können wir verkaufen. Techprints nie verkaufen, okay. Gold bringt viel. Ja, wir könnten das Gold verkaufen. Wir brauchen zwar später Gold, aber das ist ganz, ganz viel später. Ich würde jetzt noch nicht Gold horten. Also wir verkaufen das, bekommen 300 von denen. Dann den Planstahl brauchen wir auch sehr viel später erst. Den verkaufen wir auch. Die Medizin haben wir erst selber gekauft. Und das fortschrittliche Bauteil, das würde ich behalten. Gold kannst du auch gegen Ehre tauschen. Ja, genau, das weiß ich, aber wir wollen in der Ehre nicht so weit aufsteigen. Du brauchst nur 20 Gold später. Okay, dann machen wir es auf jeden Fall weg. Gut, dann machen wir akzeptieren. Wir bekommen 600 Silber. So, okay. So, dann können wir diese Zone aber hier wieder löschen, oder? Jetzt wird es da drin. Oh Mann, jetzt haben die das da drin gelagert. Das Geile ist aber, wir haben dieses Gebiet schon erschlossen sozusagen für uns. Das heißt, wenn wir hier wieder zubauen und hier einen Raum, also eine Öffnung reinmachen, dann haben wir diesen Raum direkt bei uns. Ey, das war so ein smartes Play, hier unsere Base hinzubauen. Wir haben jetzt einfach einen riesigen geilen Raum, der komplett ausgekleidet ist. Aber was ist hier drin? Der kleine Raum ist noch ein bisschen gefährlich. Ja, werden wir gleich mal checken. Wir machen hier einfach gegenüber eine Tür rein. Und ich würde sagen, wir bauen auch hier eine Tür rein, damit wir von dem Raum hier. Wir müssen erstmal den Tisch hier verschieben. Obwohl, der kann einfach hier stehen bleiben. Wir bauen einfach die Tür hier oben rein. So, aber wo? Hier so mitten rein. Okay. So weit, so gut. Überlebt Dalu. Ja, der wurde versorgt. Die Bandagen sind aber von schlechter Qualität. Das sieht man schon an der Farbe. Mäntel hat bandagiert und die Bandagierqualität ist exakt 0. 19% und nochmal 19. Okay. Hätte man nicht schlechter machen können. Nein. Nein. Eine Boomalope wurde zahm. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir machen eine riesige Boomalopenzucht. Und uns wird die ganze Base in die Luft, um die Ohren fliegen. Scheiße! Okay, wir sagen erstmal der Boomalope, die soll in die Tierzone. So, ist drin. Lebt jetzt hier mit Baso, mit Blesk. Perfekt. Okay, das ist schon mal geil. So, dann müssen wir die Base sauber bekommen. Das gefällt mir nicht. Dass hier so viel Blut und Dreck ist. Das könnte zu einer Infektion führen. Beziehungsweise wir haben auch die Gefahr, Dalu ist gerade ausgenockt. Wenn der nicht fit ist und die Gefangenen revoltieren, dann haben wir ein großes Problem. Weil dann haben wir fast so viele Gegner, wie wir selber haben. Wenn beide durchdrehen. Das könnte schwierig werden. Wie geht es Blesk? Die Geburt steht doch bald an. Stimmt. Wir schauen mal nach Blesk. Wie ist der Status? Grippe leicht versteckt. Wir schauen mal. Die Immunität der Grippe ist bei 83% und die Grippe selbst ist bei 58. Das ist okay. Also ich glaube, Blesk kommt durch und ich glaube, Timid kommt auch durch. Bessere Waffen verteilen vielleicht. Ja, das ist eine gute Idee. Also wir können... Nein, nicht. Bitte nicht. Scheiße. Dalu hat eine Wundinfektion.
Von was? Was müssen wir Dalo abschneiden? Was müssen wir ihm abschneiden? Linkes Bein. Ah. Sollen wir die gute Medizin verwenden, um Dalos Bein zu retten? Wir haben gute Medizin, aber eigentlich wollte ich die für Chat aufheben. Ja, okay, die meisten sagen ja. Na gut. Weil wenn man sowas nicht direkt gut behandelt, ist so ein Bein auch schnell mal weg. Das heißt, wir gehen auf Dalu. Wir stellen bei ihm bestmögliche Medizin ein. Dann nehmen wir Chat. Sagen. Priorisiert behandeln. So, und wir hoffen jetzt, wir müssen jetzt für Dalus Bein beten. Let's go. So, er holt die gute Medizin. So, das... Okay, wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch, Chat. Ein Gefangener dreht durch und will ausbrechen. Weil der verhungert. Mann. Warte mal, hat er den jetzt umgeboxt? Hat er seinen Kollegen umgeboxt? Will er den essen? Will er ausbrechen auch? Oh oh. Okay, Wundinfektion wurde behandelt. Wir schauen auf die Qualität. Die Qualität der Behandlung ist 130%. Das habe ich noch nie gesehen. Geht das überhaupt? Das heißt, sein altes Bein ist besser als das neue. Oder so. Naja, jedenfalls, die Immunität ist bei 2% aktuell und die Wundinfektion jetzt schon bei 3%. Das heißt, hätten wir nicht so eine geile Behandlung gehabt, hätte Dalos Bein vielleicht verloren. So, na gut. So, jetzt müssen wir gucken, wie machen wir das jetzt hier? Chat will da durchlaufen und Mäntel ist hier draußen. Wir gehen jetzt mit Mäntel in den Kampfmodus, stellen Mäntel hier hin und stellen uns mit Chat hier hin. Will der ausbrechen? Ja. Ich öffne die Tür. Warum müsst ihr immer direkt ballern, Chat, hä? Warum müsst ihr immer sofort ballern? Jetzt schießt ihr eurem Ehemann in den Rücken. Ist euch schon klar, ne? Oh, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ihr seid mega Superschütze, okay? Perfekt geschossen. Hätte man nicht besser machen können. Okay, so, dann hier und hier. So, wie stark ist er verletzt? Blutung 72%, keine unmittelbare Gefahr. Wie sieht's bei dem aus? Paar Brüche, okay. Da hat er schon wieder auf den Beinen, schaut euch den mal an. Das ist ja geil. Botschwa ist rasend vor Wut. Er wird jeden in Sichtweite angreifen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune, sehr unterernährt. Ah, weil die alle kein Essen bekommen haben. Okay. Mäntelkampfmodus. Vor die Tür. Chatkampfmodus. Dalu. Hier hin. So, wir stellen Mäntel. Nee, wir stellen Chat hier hin. Dann machen wir mit Dalu, der ist ja eh schon ein bisschen im Arsch. Machen wir die Tür auf. Gute Hits. Perfekt. So, Behandlung benötigt. Ja, das ist aber gut. Botschwa, der stirbt in 13 Stunden. Der wird ganz schön durchlöchert. Was ist denn der Vorteil, wenn man den Gefangenen kein Essen gibt? Gibt keinen. Ich habe es aus Versehen gemacht. Der Fehler war, glaube ich, ich habe das Essen von den Gefangenen
Also einmal ist die Speisekammer hier und einmal haben wir das Essen hier wurde falsch zugewiesen oder so. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, wie man das löst. So, jetzt gehen wir mit allen drei aus dem Kampfmodus raus. Wir sagen, Chat soll eben erstmal ihn gefangen nehmen. Dann nehmen wir hier ihn gefangen. Und Dalu war ja ein bisschen verletzt, ne? Medizin wieder umstellen, stimmt. Wir sollten bei allen die Medizin umstellen. Ist auf die normale. Und der liegt jetzt hier noch rum. Stirbt der hier eigentlich? Der blutet halt ein bisschen. Wir brauchen hier ein Krankenbett. Wir trennen jetzt die beiden Gefangenen. Vielleicht bringt's ja was. Wir müssen die dann auch versorgen. Sauber machen und neue Fallen. Ja, ja. Und die Tür schließen. Welche Tür? Die hier. Die Innentür kann eigentlich offen bleiben. Nee, kann sie nicht, weil es ein Gefängnis ist. Aber ihr habt recht, wir müssen putzen. Wo ist Mäntel? Wir putzen erstmal das ganze Blut hier weg. Was wird hier gemacht? Hier wurde versorgt, glaube ich. So, dann bitte. Ja, reparieren ist auch cool, aber auch reinigen. So, schön hier alles wegputzen. Ne, wie kann ich es wegputzen? Ah, wurde schon geputzt. Okay. Hier ist fast alles sauber. Stopp. Nee. Wie kann ich denn hier das Blut wegmachen? Hier ist Blut. Ah, wurde weggemacht. Okay. Dalu und Bless füttern. Ist Dalu am Verhungern? Nee, Dalu wurde gefüttert. Die Gefangenen werden auch gefüttert. Was mit Bless? Verhungert uns unser Bless? Ja, der bräuchte auch langsam Essen. Wir haben noch jemanden, der sich um die Tiere kümmert, oder? Wer war denn unser Tierpfleger? Hier, Dalu. Es kommt noch ein Großhändler. Okay, nochmal 13 Leute, die zu uns kommen. Ja gut, wir haben den Raum schon geöffnet. So, wir stabilisieren uns wieder langsam. Genau, die Meerschweinchen wurden verkauft, ja. Den kleinen Raum aufmachen. Ja, stimmt, das wäre jetzt wahrscheinlich die Gelegenheit, den kleinen Raum zu öffnen. Also ich gehe nicht davon aus, dass da was drin ist. Aber wir müssen den aufmachen, um auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, wenn Dalu wach wird, die Karawane kommt jetzt gerade noch. So, wir machen den kleinen Raum noch auf. Und dann sollten wir das geklärt haben, glaube ich. Pack den Gefangenen in eine Kapsel. Oh! Ey, das ist eine geile Idee. Hier sind ja noch Kapseln, die nicht voll sind. Wir packen die Gefangenen da rein und holen die einen nach dem anderen raus. Kaum noch Essen. Scheiße, stimmt. Wie sieht's hier mit den... Der ist bereit zum Ernten, der Reis. Der hier auch. Geil, dann kannst du ihn nicht anwerben. Wir haben gerade drei Gefangene, das sind zu viele. Drei Kolonisten auf drei Gefangene ist zu viel. Wir konzentrieren uns dann auf eine Person, die wir anwerben, damit wir so nach und nach die reinholen. Also einen Gefangenen packen wir in die Kapsel. Ich würde den, der am ehesten verletzt ist. Der ist verletzt? Der ist halt auf Drogen unverletzt. Und der ist auch auf Drogen unterernährt und verletzt. Du hast einfach gefühlt 50 Sachen, die du erledigen musst. Ja, so ist RimWorld. So ist RimWorld. So, deswegen, wir packen die Gefangenen in die Kapseln rein. Wir nehmen mal Mäntel. Was macht der gerade? Der baut eine Wand. Das ist nicht super wichtig. Was wird von Dalu benutzt? Was macht denn Dalu mit denen? Ach, die werden gefüttert, okay. So, dann werden jetzt einmal noch gefüttert und dann packen wir die in die Kapseln. Und wenn wir die beiden in die Kapseln gepackt haben, können wir diesen Raum hier zum Gesellschaftsraum machen und da unser Essen reinpacken. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, okay, lass es mal jetzt mal machen. Kann ich es machen? Ja. Genau, zur Kapsel tragen. Zur Kapsel tragen. So, die beiden werden reingetragen. Nicht Botscho in die Kapsel. Ach doch, das passt schon. Ist ja egal, wen wir anwerben. Hier liegen halt noch die Leichen. Grippe? Zwei von deinen Kolonisten sind an Grippe erkrankt. Chet und Clydonna.
Glidonna war doch der Gefangene, den wir gerade reingemacht haben, oder? Scheiße. Wir machen daraus hier kein Krankenzimmer mehr. So, das ist ein Problem. Weil Chad ist auch ein guter Arzt. Das heißt, Chad sollte sich ins Bett legen und schlafen. Und sollte direkt versorgt werden. Und zwar mit der guten Medizin. So, wer ist hier der beste Arzt? Mental hat Medizin auf 2. Was hat Dalu? 5. Wir nehmen Dalu. Der füttert gerade Vlesk. Wir lassen Dalu Vlesk füttern. Was aber das ist Zeit, die wir brauchen gerade, ne? Wie ist die Infektion? Wir schauen gleich nach der Infektion. So, Vlesk wurde gefüttert. Und jetzt behandeln wir die Grippe von Chad mit der Glitzerweltenmedizin. Genau, bei Glitzerweltmedizin ist egal. Okay, alles klar, dann machen wir das so. Das ist ja dann wieder mega OP. So, lass uns mal hier gucken. Grippe. So, wurde behandelt. Die Behandlungsqualität war 119%. Die Immunität ist bei 2% und die Grippe bei 2,6. Er hat jetzt schon überholt, die Immunität. Geil. So, dann lass mal hier gucken bei Dalu, ob wir das Bein retten können. Den gehe ich aber stark von aus. Die Immunität vom Bein ist 39%. Und die Wundinfektion ist erst bei 12. Geil. So, wir haben hier eine neue Quest. Die werden wir gleich annehmen. Ich muss das ganze Blut hier mal wegmachen. Hier müsste mal geputzt werden. Ey, das sieht aus wie Sau hier. So, die Zone machen wir weg. Die Zone machen wir hier auch weg. Das tragen wir weg. Das hier erlauben wir, tragen es weg. So, die Zone hier auch weg. Dann hier drin die Zone können wir eigentlich benutzen als Lager, ne? Rüste die guten Waffen aus. Ja, machen wir gleich. Wenn die geben, sollen wir Mäntel oder Shotgun geben? Ja, klingt ganz gut. Obwohl, Dalu, oder? Ne, warte mal, wir hatten doch noch eine Waffe. Irgendwo war hier doch noch... Wo ist denn der Typ hingelaufen, der verblutet ist? Das ist er nicht. Irgendwo war doch hier ein Dude, der verblutet, oder? Hat er es rausgeschafft? Ah ne, den haben wir schon gekillt. Der ist immer entfallen. Und wo wurde die Waffe hingebracht von dem? Ah, hier. Wir geben Dalu die gute MP hier. Der kann ja bestimmt gut mit umgehen. So, okay, nice. Dann erweitern wir die Zone. Und wir brauchen mehr von diesen Trichtern. Dazu brauche ich Metall. Das liegt hier. Müssen wir reintragen. So, und dann brauchen wir... Wir bauen nochmal... So, 3 Trichter sollten erstmal reichen. Diesen Innenraum hier können wir auch aufmachen. Beziehungsweise auflassen, dass er immer offen ist. Hier, warte mal, wie sieht die Temperatur aus? Der Raum ist ein bisschen zu kalt. Die auch. Nur die beiden Räume sind perfekt klimatisiert. Ah, den Raum wollten wir aufmachen, stimmt. 1000 Baustellen, ey. So, wo ist Mäntel? Der ist gerade auch da drin, perfekt. Der holt gerade das Metall, okay. Wir machen jetzt den Raum auf mit Mäntel, let's go. Ich mache hier oben auf. Da ist nichts drin, Chat, da wird nichts drin sein. Doch, 2 Vasen, ach geil, okay. Ja, die kann man rausholen. Der Gefangene hat auch Grippe. Ach, stimmt. Der wurde auch schon versorgt. Die Versorgung vom Gefangenen ist bei 13% Immunität. Die Grippe ist bei 12. Das wird knapp. Clidona in eine Kapsel und mit anderen Gefangenen austauschen erstmal. Du hast wenig Medizin. Aber das reicht ja. Die Medizin will ich aber gar nicht benutzen. Wir haben doch hier noch Medizin, oder? Ja, die ist bereit zum Ernten. So, wir machen es mal so. Wir gehen auch hier auf Befehle. Ernten. Holen hier die Medizin raus. Und wir holen hier den Reis. Und müssen dann die Felder natürlich wieder anpflanzen. So, okay. So weit, so gut. Wir müssen uns eine Lösung überlegen, wenn Dalu wieder fit ist. Der braucht ein Zimmer, in dem er schlafen kann. Wir müssen dann die, sobald hier Essen drin ist,
Handeln auch nicht vergessen. Ja, aber womit soll ich handeln? Ich hab sogar nichts, oder? Wer war der beste Unterhändler? War Chat, ne? So. Ah, warte, wegen der Grippe. Ist schlecht. So, Chat, wir können unser Alpaka Vlesk verkaufen. Sollen wir das machen? Wir könnten Esel kaufen. War nur ein Joke, ich würde Vlesk doch nicht verkaufen. Also nicht, solange er schwanger ist. Also ich will schon Baby-Timid haben, bevor wir Vlesk verkaufen. Wir könnten Esel kaufen, die sind aber sehr teuer. Wir könnten uns nur einen leisten. Und es sind nur Männchen. Das heißt, es würde sich gar nicht lohnen. Drogen verkaufen. Ja, stimmt. Wo sind Drogen? Warum haben wir hier Drogen bei uns? Und hier dieses ganze Lederzeug verkaufen wir auch. Obwohl, das Alpaka-Leder würde ich gerne behalten. Weil dann können wir uns geile Alpaka-Klamotten machen. Das ist, glaube ich, ganz nice. Hier der Go-Juice wird verkauft. So, Techprint haben wir uns da gesagt, den behalten wir. Hier sind schlechte Klamotten. Das sind alles unter, die sind alle nicht gut. Obwohl hier normal, 74%, könnten wir behalten. Hier ist auch eine gute Hose, die behalten wir auch. Und eine Schutzjacke, die ist zwar schlecht, aber die würde ich, glaube ich, Mäntel anziehen. So, okay. So, wir haben jetzt insgesamt knapp 1000 Silber. Wir können jetzt shoppen. Was kaufen wir? Was kaufen wir? Go-Juice würde ich benutzen. Ja, dann werden die so leicht abhängig. Neutramin. Ja, Neutramin braucht man für später für geile Medizin. Aber da sind wir noch so weit von entfernt, dass ich jetzt nicht anfangen würde, Neutramin zu horten. Essen, Bauteile, Esel zum Tragen. Matteo, Wip oder Rip? Ist schon durch? Ja. Wer war das nochmal? Chat, wer hat Wip oder Rip gesagt, dass wir bis 23 Uhr sterben? Wir haben sogar einen Raum geöffnet. Claire. Let's go. Oh, fuck. Eine volle Woche. Ein dickes Rest in Peace in den Chat für Claire. Was ist eine Woche in Sekunden? 604.800 Sekunden. Scheiße. Das heißt, du wirst diese Folge Rimworld und nächste Folge Rimworld nicht chatten können. Aber du kannst zusehen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. GG. So, wir gehen wieder rein. Okay. Ich überlege. Also ihr meint, wir sollten Essen kaufen. Wir haben aber gerade den ganzen Reis, ne? Bauteile meint ihr auch. Was, wenn ich alle Bauteile kaufe? Boah, das ist aber teuer. Kaufen die mal einzeln. Also Bauteile können wir gebrauchen, das stimmt schon. Matteo, schau mal aufs Handy. Warum? Was ist mit meinem Handy? Was ist auf meinem Handy? 10 passt. Ja, wir kaufen 10 Stück, das ist okay. Rimworld bei Bondra ist einfach das Beste, was Twitch zu bieten hat. Danke dir. Das freut mich. Okay, wir werden 10 Bauteile kaufen. Fortschrittliche Bauteile würde ich noch nicht kaufen. Das war's, oder? Und Essen meint ihr, aber ich bin bei Essen von mir aus Kartoffeln, weil die sind echt günstig. Bup. So, 225 Kartoffeln, davon können wir einiges an essen. Auf keinen Fall aufs Handy gucken. Was ist denn mit dem Handy? Wolle verkaufen? Nee, die Alpaka-Wolle wollte ich noch behalten. Obwohl, wir haben ja 2 Alpakas, die unendlich viel produzieren. Ihr habt schon recht, wir verkaufen die. Wir bekommen noch immer wieder mehr dazu. Das heißt, wir bezahlen jetzt 200, minus 260 bezahlen wir. Wir könnten einen Esel kaufen, weil Esel können halt transportieren. Das können Alpakas nicht. Mann, ich gucke jetzt auf mein Handy. Wenn da nichts ist, raste ich aus. Okay, da ist was. Pia hat mir geschrieben. Okay, Pia
hat mir ein Foto geschickt von ihrem Raum. Und sie hat geschrieben, ich dachte, ich bin mal fair. Und nachdem du dein Zimmer gezeigt hast, zeige ich dir auch meins. Du darfst das auch im Stream zeigen. Also Chat. Okay. Morgen, erinnert mich bitte dran, morgen schauen wir uns das Zimmer von Pia an zusammen und werden dann über dieses Zimmer reden, wie das aussieht. Sieht aber gut aus. Erst morgen, ja, morgen, ich will jetzt Rimworld spielen. Also tut mir leid, aber ich will Rimworld spielen. Wir gucken uns morgen an, Chat, keine Sorge. Okay, ich würde den Deal jetzt so durchziehen, wir bezahlen minus 260, bekommen gutes Essen, Bauteile. Ah, mit dem Esel, ich weiß noch nicht. Mit dem Esel weiß ich noch nicht. Wir lassen den Esel weg. So, weil wir versuchen mal so zu transportieren. So, jetzt haben wir hier die Kartoffeln. Oh, ich würde die gerne anklicken. So, die tragen wir rein. Die Bauteile tragen wir rein. Die Bauteile tragen wir auch rein. So, okay. Sieht schon mal gut aus. Dalo wird wieder versorgt. Behandlungsqualität 0%. Nee, warte mal. Dalu hat gerade Chat versorgt. Und es war eine Behandlung von 0%. Okay, Dalu will diesen Run sterben. Also er will, dass er Run stirbt. Dalu will, dass er Run stirbt. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Wie kann man denn so einen Run sabotieren? 0% Qualität. Der musste nur eine Bandage anlegen. Ey, wenn Chat jetzt an der Grippe stirbt deswegen, dann gibt's aber Ärger. Ich muss bei... Jetzt steht Chat sogar auf. Jetzt versorgt Chat Dalu. Mal gucken, was er ihm gibt. 11%. Die sind beide ziemlich knauserig, muss ich sagen. Die sind beide ziemlich knauserig. So, wir haben hier eine Quest. Wir gucken uns mal die Quest ganz kurz an. Also, die Quest ist Helena, Ritterin der Fraktion Reich der Nosmo, möchte einen kleinen Test mit einer der Flächenangriffswaffen ihres Schiffs durchführen. Was? Wenn sie damit beginnt, wird ein psychisches Unterdrückungsfeld über Duisburg das Bewusstsein der weiblichen Personen über einen Zeitraum von 7,7 Tagen beeinträchtigen. Da du ein hiesiger Landbesitzer nach imperialem Recht bist, benötigt Kurtikos keine ehrenvolle Erlaubnis, um fortzufahren. Wer war bei uns weiblich, Chat? Ich glaube nur Mäntel, oder? Mäntel ist weiblich. Dalu ist männlich. Und Chat ist männlich. Wir könnten es also in Kauf nehmen, dass der weibliche Mäntel 7 Tage lang schlechte Laune hat. No pun intended. Ja, und das hier ist männlich. Der Gefangene ist männlich. Wir können aber noch warten, bis es Chat und Dalu besser geht. Wir haben noch 6 Tage dafür Zeit. Okay. Wir können es später noch entscheiden. Wir müssen es nicht jetzt entscheiden. Okay, gut. Also dann, wir haben hier ein totes Meerschweinchen. Man verdirbt das. 1,3 Tage. Warum wird es nicht geschlachtet? Machen wir dann gleich morgen. Trauer Dalu. Dalu ist zusammengebrochen und läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war hässlicher Mäntel. Fuck. Was macht er da? Was macht er jetzt? Die Innentür können wir jetzt übrigens auflassen. Das ist ein Durchgangszimmer. Wir bauen dann den Raum fertig, das wird dann Dalus Raum.
Die Fallen müssen wir reinigen und wieder aufbauen. Die Stimmung von Mantel ist auch schlecht. Warum? Raufbold trägt Fernkampfwaffe, -20. Okay. Das ist gut zu wissen, dass wir das gerade gelesen haben. Das ist ja ein krasser Malus. Nehmen den Knüppel hier. Und dann machen wir sauber. Und können wir die Leichen in die Kapseln reintun? Nein. Wir müssen also Gräber ausheben. Hier sind zwei ausgehoben. Wie viele Leichen haben wir hier drin? 1, 2. Perfekt. Warte mal, Dalu war doch Psychopath. Wo war der medizinische Notfall? Also, Immunität bei Chat ist bei 32%, die Grippe bei 24%. So, bei Dalu ist die Immunität durchgekommen. Der wird sein Bein behalten. Das war der medizinische Notfall. Wenn die Infektion auf 90% oder höher geht, dann gibt es eine Warnung, aber die Immunität war schon weiter, also alles gut. Ah, die Medizin können wir reinbringen. Beziehungsweise, die ist ja auch schon gut drin gelagert, das passt schon. So, wir sagen Mantel, er soll hier putzen, danach soll er die bitte begraben. Weil die Leichen nerven hier. Die können aber auch schon vor 100% sterben. Wirklich? Er liest Medizin und holt sie rein, statt zu ernten. Achso, das meint ihr. Ihr meint diese Medizin hier. Ah, deswegen wurde nur mit der Bandage behandelt. Ich verstehe. Ja, aber das passt schon. Hoffe ich zumindest. What? Okay. So, wir ernten die Medizin. Dann haben wir etwas, um die Wunden zu versorgen. Wie geht's Vlesk? Es geht ihm gut. Immer noch im dritten Trimester. Timid wird geboren. Morgen, Chat. Morgen wird Timid geboren. Matteo, Kräutermedizin ist Faktor 3 besser als ohne. Okay. Kühlschrank bauen, sonst verdirbt deine Nahrung. Ja, wir müssen das Meerschweinchen hier. Das verdirbt in 17 Stunden. Wenn wir das jetzt schlachten, wer ist denn bei uns der beste Koch? Chat. So, wir lassen Chat schlachten. Warte mal, wen schlachtet der denn hier? Und Chat wurde nicht versorgt übrigens, seht ihr das? Muss jetzt behandelt werden. Scheiße. Aber es sieht noch gut aus, trotzdem. Okay, wir schlachten jetzt einmal ganz schnell. So, dann legen wir das Fleisch ab. Und dann machen wir nochmal Schlachten, damit das Meerschweinchenfleisch nicht schlecht wird. Und dann, danach legen wir uns hier ins Bett. Und lassen uns versorgen von... Ey, wollt ihr mich verarschen? Zwei von deinen Kolonisten sind an Sensorikmechaniten erkrankt. Stelle sicher, dass alle Betroffenen medizinisch versorgt werden und so viel Ruhe wie möglich erhalten. Folgende Kolonisten sind erkrankt. Dalu und Clydonna. Oh oh, Chat. Ich sag's nur ungern, aber es sieht nicht gut aus. So, das heißt... Wollen wir den auch einfach in so eine Kryo-Schlafkapsel stecken? Kein Bock, den zu versorgen. Also ihn. Und Dalu versorgen wir. So, Chat liegt jetzt hier. Mantel. Ne, wo ist Mantel? Erntet Heilwurzel. So, bitte Chat verarzten. Das ist jetzt wichtig. Hä, warum nimmt er nicht die Medizin? Warum nimmt er nicht die Medizin? Warum wird es hier drin gelagert? Ich will nur, dass hier Essen drin gelagert wird. Wir verbieten alles. Verrotten, das wollen wir auch nicht. Nahrung außer Mahlzeiten. So, so will ich das. Aber jetzt kann ich...
So, nehmen wir mit. Warum wird er nicht versorgt mit Medizin? Hä? Ich hab's doch eingestellt. Er holt die gute Medizin. Ah. Ja, nehmen wir einmal die gute für Chat. Für Chat ist nichts gut genug. So. Wir haben die gute Medizin genommen und die Behandlungsqualität ist nur bei 49%. Oh, oh. Aber machen bei Chat, stimmt. Ey, wenn der an der Grippe stirbt, ne? 48 gegen 38. 39 gegen 48. Oh. gegen 50. Und es gab einen Transportkapselabsturz. Was? Hightech-Kammer-Tür bauen. Ja, machen wir gleich. Ist safe. Okay, erstmal gucken, wie der Transportabsturz ist. Wer ist das hier? Tod in 5 Stunden. 45 Jahre alt. Kindheit, ja. Was? Laden Jugendlicher. Entflohener Strafgefangener. Oh oh. Verweigert Fürsorge. Merkmale: starkes Immunsystem und Nachteule. Sozial stark, hat viele Traits, boah, also hat viele Flammen, meine ich. Starkes Immunsystem ist schon ganz geil. Aber keine Medizin ist halt nicht so gut, aber sozial, Handwerk. Wollen wir den in so eine Kapsel stecken? Aber in die Kapsel, ja. Kapsel ist, glaube ich, gut. Let's go. Aber ich glaube, es reicht. Wir sollten vielleicht erst versorgen und dann Kapsel, oder? Weil 5 Stunden reicht nicht. Wir müssen erst kurz versorgen und dann in die Kapsel. Weil das geht sonst nicht. Der steht dann 5 Stunden. Wir machen einfach nur so Erstversorgung. Oh nein. Das geht gar nicht, weil der ein Gefangener ist. Wir versuchen, ihn in die Kapsel zu bringen. Er ist nicht Gefangener. Also, aber wir müssen den... Nicht? Rette ihn einfach. Du musst retten machen. Da habe ich mich verlesen. Dann werfen wir den hier kurz ab. Mann, leck mich! Boah, was? Wollt ihn eh nicht haben, Chat. Wollt ihn eh nicht haben. Es liegt hier Toter bei mir am Fußende. Und die, hä, sind immer noch, wo werden die denn hingebracht, die ganzen Leichen? Aber Dalo war Psychopath, ne? Dalo war Psychopath. Wir machen Leichen nichts aus. Wo bringt er die denn jetzt hin? Wir haben hier eine Leichenhalle, so eine Leichenhalde. Lol.
Okay, na gut. Okay, ich muss jetzt wieder mich konzentrieren. So, warum liegt ein Chat hier? Mann! Ich raste aus. Jetzt haben sie den Chat hier hingelegt, weil hier das Krankenbett nicht mehr war. Oh, ey. Mental hol Chat. Oh, der läuft selbst. Ja, nice, läuft doch. Fallen? Ja, muss man gleich machen. Scheiße, stimmt. Wir müssen die Fallen machen. Wer ist denn gut im Bauen? Chat, Mental aber glaube ich auch, ja. Dann lassen wir das Mental bauen, wenn er wach wird. Und die Leiche, die muss weg. Obwohl, die Leiche wegbringen sollte Dalu. Okay, so Fallen werden gebaut. Müssen wir das ganze Blut hier wegmachen, weil sonst, wenn Mendel auch noch irgendwie eine Grippe oder sowas bekommt, haben wir ein Problem. Oder die Seuche oder was weiß ich was. Okay. Sieht fast sauber aus. Paste einstellen. Ah, guck mal hier. Da ist die Kartoffel schon drin. Sehr gut. So, Zuweisung. Essen. Gehen wir auf Paste. So, machen das hier rein. So, und jetzt sollte hier Paste gegessen werden. Hier war ja auch, waren diese Sensorikmechaniten und eine Grippe. Ich überlege, ob wir den Gefangenen vielleicht auch in eine Kapsel machen sollen. Tür im großen Raum. Stimmt, wir müssen diese Tür hier noch bauen. Mann, ich habe 8 Milliarden Baustellen. So, Besuchergruppe mache ich weg. Kurzschluss mache ich weg. So, dann können wir das hier, den Ofen können wir wieder ausmachen. Eigentlich. Weil der wird jetzt nicht mehr benutzt. Lass den Gefangenen frei, bekommst du noch Punkte. Ja, aber wollen wir den nicht vielleicht anwerben? Obwohl, der ist schlecht gerade, ne? Mit den ganzen Krankheiten. Der ist süchtig, hat Grippe und diese Sensorikmechaniten. Ey, wir lassen den frei. Wir haben übrigens keine Interaktion eingestellt, geil. So, freilassen, der soll einfach weggehen. Weil wenn der weggeht, haben wir ein Zimmer für Baby Timid? Ist Baby Timid da? Ist das Baby Timid? Wie sieht ein Baby Timid aus? Was ist denn das für ein Klopper? Ah ne, der liegt hier. Ja, GZ an Baso und Blesk zum ersten gemeinsamen Timid. So, nennen wir aber bestimmt mal um. So, Timid. Schreibt man Timid mit Doppel-M oder mit einem M? So, oder? Doppel-M. Okay, ne, mit einem? Oh, scheiße. Also Timid. Oder Tim, it. Genau. Okay. So, wir haben Baby Timid hier. Den stellen wir jetzt auch ein, dass er in dem Gebiet bei seinen Eltern schlafen soll. Oh. Kann sogar sprechen. Und schläft. Okay. Gut. Sodle, dann, hier wird Essen gelagert, wenn wir das hier neu bauen. Wir bauen jetzt mal diese verdammte Tür. Wir müssen hier zubauen. Müssen auch da zubauen. Und die Drogen hier will ich auch nicht im Bett liegen haben. Wenn Chat anfängt, die Drogentee zu nehmen, haben wir ein Problem. Hier liegt noch überall Blut rum. Könnte das geputzt, weggeputzt werden? Okay. So, okay. Schön sauber gemacht. Gefällt mir gut. So, dann bauen wir gleich die Tür. Wir haben nur noch kein Holz. Das ist das einzige Problem, was wir haben. Wir brauchen noch diese Trichter hier. Um die Trichter zu bauen, brauchen wir Stahl. Haben wir Stahl? Ja, wir haben Stahl. In den Kryptokapselnraum vergammelt alles, weil der im Freien als im Freien gilt. Ah, weil, warum? Weil die Tür, also weil da ein Loch in der Wand ist. Oh oh.
Scheiße, das Rasen vor Wut. Fuck. Okay, dann brauchen wir. Wir brauchen Mäntel. Warte mal. Vielleicht rennt er einfach weg. Nicht Dalu verprügeln jetzt. Nicht! Nicht Dalu, Mann, der boxt ihm voll ins Rollen in die Fresse, während er schläft, oder was? Dalu, steh auf. Steh auf. Schlag den. Box ihn weg. Ja, Mann, stun. Stun. Mäntel, komm dazu. Komm. Gewonnen. Easy. Okay. Geht Dalu denn komplett zusammengeschlagen? Wie geht's Dalu? Gut, nur ein paar Brüche und sowas. Sehr gut. Sondern man das hier. Wir müssen hier die Tür nachbauen. Wir könnten diese Tür hier schließen, dann wird das alles hier zum Gefängnis. Oder mal, wir machen das hier. So, wird reingebracht. Dann, wenn wir hiermit fertig sind. Nee, das will ich nicht. So, wir machen den Dreck hier weg. Und das Blut. Dann bauen wir eine Tür. Wir haben leider nicht so viel Holz. Das ist das Problem. Cardona weg. Ich will ja. Haben wir schon eingestellt, dass er oder sie wegkommt? Ich glaube, er. Matteo, gib ihn nicht auf. Ja, ich habe schon eingestellt, dass er freigelassen werden soll. Weil sonst macht das hier nur Probleme alles. Essen die inzwischen diese Paste eigentlich? Ich habe noch nie ein Paste essen sehen. Oder hat er gerade. Hat Dalu gerade eben gegessen? Ja, hat er. Gemütlich, sehr niedrige Erwartung, eklige Nahrung. Abscheuliches Schlafzimmer. Wir sollten diesen Raum hier schön machen. Ich kann ihn nicht einfach draußen liegen lassen. Also hier draußen liegen lassen, oder was? Ja, wir lassen den. Sobald es ihm besser geht, lassen wir ihn einfach frei. Wird nicht gefüttert. Irgendwas stimmt mit den Einstellungen nicht. Unterernährt, stimmt. Warum werden die nicht versorgt? Aufsehen, hier auf nur 2. Müsste gemacht werden von Chat. Ich glaube, weil Chat die Grippe hat, kann das sein? Ich mach mal Aufsehen auf eine 1 bei Mäntel. Hol die Vasen für den Raum. Oh, das ist eine gute Idee. Die Vasen hier sind schön. Das können wir demontieren. Und dann können wir die hier drinnen aufstellen. Ich glaube, ich hätte hier ganz gerne einen richtigen Boden drin. Dann müssten wir die Wände noch hier glätten. Wir könnten den Raum noch ein bisschen größer machen, damit er als sehr großer Raum gilt. Paste für den Gefangenen. Ach so. Ah, hier, wurde es schon gemacht. Mäntel hat ihn gerade mit Paste gefüttert. Hat funktioniert. Das sind Urnen, keine Vasen. Echt? Urne aus Granit. Liegen da Tote drin? Da kommt ein Waffenhändler. Okay, Waffenhändler kommt zu uns. Wir haben ein bisschen Silber. Medizinischer Notfall, bei wem? Ach, bei. Ey, weißt du was? So. Die Grippe ist bei 84%, die Immunität bei 91%. Wird sogar das überleben. Ist ein harter Hund, überlebt alles. So, dann. Was haben wir noch? Das waren die. Kommen da 2? Ja, es kommen 2 Händler zu uns, das ist ja krass. So, aber ich habe irgendwie. Oh! Nein! Haben die gerade schon wieder? Warte mal. Ist Vles jetzt schon wieder schwanger? Jetzt Raum auf? Welchen Raum? Mäntel ist schlecht gelaunt, versteckt sich in einem Zimmer wegen ekliger Nahrung. Shit. Okay, aber Chat ist wieder fast fit. So, die chillen hier in dem Raum. Das Problem ist, wenn Dalu hier im selben Raum schläft, auch wenn er Nachteule ist, sein Schlaf wird gestört, wenn dauernd Mäntel und Chat hier drin rumlaufen und sogar alles vollkotzen. Das heißt, wir müssen den wirklich loswerden. Wie wird man den los? Das einzige Gute ist, dass wir an dem unsere Skills verbessern, was Medizin und sowas angeht. Das heißt, wir haben bald richtige Mediziner hier bei uns in der Kolonie. Guck mal, die essen hier. Oh, das Meerschweinchenfleisch ist verdorben übrigens.
Die Fallen wurden noch nicht aufgebaut, weil wir kein Holz haben. Ja, gerade ist alles zu viel. Ich muss mal gucken, dass ich mir wieder... Ups. Ich muss mal gucken, dass ich wieder hier Holz fälle. Ich glaube, ich spare mir das Handeln auch gerade mal. Obwohl, die haben krasse Waffen, ne? Die haben krasse Waffen. Lass mal ganz kurz gucken, was die haben. So. Und 1400 Silber. Wir könnten unsere Bumalope verkaufen. Die gibt allerdings Benzin, ne? Das heißt, wenn wir noch eine Bumalope bekommen, könnten wir eine Bumalopenzucht machen. Was können wir noch verkaufen? Tier... Hä? Seit wann haben wir den denn? Tierbeeinflussender Psychoimpulsgeber. Ah ne, den können wir kaufen. Das ist der Techprint, den wir verkaufen können. Bin in der Zeile verrutscht. Gold, Flachbildfernseher. Ja. Also wir können nichts von denen kaufen, was interessant wäre, oder? Fernseher geil. Ja, der Fernseher ist geil, aber der kostet 1400. Wir haben gerade nur 360. Hat 4 kritische Aufgaben, denkt an Bumalopenzucht, ja. Kauf Medizin. Ist eine gute Idee. Machen wir. So. Im Chat tragen die rein. Gute Medizin ist in so einem Hardcore-Run auf jeden Fall wertvoll. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Die Kotze hier würde ich gern wegmachen. Kotze und den Dreck weg. Hier liegt auch nochmal Kotze. Wer kotzt denn hier die ganze Zeit? Da ist noch ein zweiter Händler. Der ist aber jetzt schon weg. Den habe ich nicht gesehen. Da ist wieder ein Meerschweinchen reingelaufen. Mann, was ist denn mit denen? So, wird weggetragen. Wir müssen langsam unsere Fallen... Wenn ein Angriff kommt, sind wir im Arsch. Wir müssen langsam dafür sorgen, dass unsere Fallen aufgebaut werden, dass dieser Raum hier geschlossen wird. So, wir arbeiten mal hier dran. Dann sagen wir Mäntel, er soll hier die Bäume fällen. Okay. So, dann wenn Chat... So, die Tür hier ist zu, das ist geil. So, dann sagen wir Chat, bitte die Fallen wieder aufbauen. Mhm. Ist Dalo wieder auf den Beinen? Weiß ich nicht. Tragen wir dann aber die Leiche mal weg. Und das hier würde ich auch gern weggetragen haben. Das hier können wir löschen, das ist eine Zone gewesen. Okay. Risikozusammenbruch leicht bei Dalu. Was sind seine Bedürfnisse? Stärkere Schmerzen, krank. Wir haben ein Geschenk bekommen, Chat, schauen wir uns gleich an. Eklige Nahrung, gestörter Schlaf. Genau, das ist das größte Problem. Ach, der ist weg! Guck mal! Unser Gefangener ist weg! Das ist ja mega nice. So, dann können wir... Das ist ein normales Bett, das ist ein schlechtes Bett. Wir lassen Dalu in dem Bett hier schlafen. So, weisen das Dalu zu. Let's go. Dann brauchen wir da eine Tür. Lass mal ganz kurz nach dem Geschenk gucken. Die haben uns Medizin dagelassen. Geil, das ist sogar normale Medizin. Oha. Das ist sehr, sehr gut. Weiß hier jemand, ob man bei Dalu keine Clips in den Chat stellen darf? Bin vorhin dafür geblockt worden, einfach so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dalu hat eine Fressattacke. Shit. Aber das ist okay, solange wir den... Aber wir haben nicht wenig... Wir haben nicht viel Essen. Wir haben nicht viel Essen. Ah, weil der ganze Reis hier draußen liegt. Den müssen wir reinbringen lassen. Nur mit Anfrage beim Mod. Ah, okay, okay. So, ich würde gerne Türen bauen, wir haben aber kein Holz. Das ist das Problem. Aber hier draußen liegt welches. Das heißt, es müsste gehen. Fallen wurden auch noch nicht alle aufgebaut. Wir müssen also erstmal das Holz reinbringen.
So, wir können mal bei den Arbeitsdingern hier, bei Waldarbeit, Mäntel, Bergbau raus, Aufsehen auch raus und Waldarbeit auf eine 1 bei Mäntel. Dann müsste er in der Theorie... Den macht er nicht. Okay, die essen gerade hier was. Okay. So, jetzt wird aber Holz gehackt oder Holz reingeholt, ist gut. Lass Mäntel mal noch die Schutzweste anziehen. Ja, eigentlich ein guter Call. Liegt hier draußen und verrottet nur, ne? Machen wir aber später, wenn er damit fertig ist mit dem Holzhacken. Warum kann ich das nicht machen? Jetzt geht's. Zusammenbruch extrem bei Dalu. Ja, ist wegen den Schmerzen und der schlechten Umgebung. Fuck. Wir müssen Dalu ein schönes Zimmer bauen. Wenn er durchdreht, könnte er versuchen, Chat umzubringen. Das könnte ein Problem werden noch. Feldarbeiter einstellen. Es ist schon eingestellt, das machen die automatisch. Mäntel baut an und ab. Beziehungsweise jetzt baut er erstmal ab. Wir haben, glaube ich, hier die Feldarbeit bei Chat auf einer 2. Sollten vielleicht bei allen auf einer 2 machen. Den Bergbau ist nicht zu priorisieren. Sollten wir nicht so priorisieren. Okay. So weit, so gut. Warum werden diese Sachen hier nicht da drin... Ach so, weil wir nur einen Trichter haben. Wir müssen noch mehr Trichter bauen. Damit das Essen da drin gelagert wird. Das Fleisch ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Doch, 1,6 Tage. Okay, das passt ja noch. Ja, dann packen wir es da rein, dann wird es hoffentlich gegessen. Mhm. Okay. Wollen wir versuchen, den Arbeitsraum zu vergrößern? Also Aufenthaltsraum, nicht Arbeitsraum. Weil wenn wir den ganz groß bauen, können wir da irgendwie schönere Sachen reinbauen. Schönen Boden, glatte Wände und so weiter. Essen wird im falschen Lager gelagert. Stimmt. Ich hatte das hier rausgenommen eigentlich, ne? Ah, nee, stopp. Habe ich nicht. Verbieten alles. Ich verbiete mal alles, damit es kein Lagerraum wird. Ich kann die ganze Zone ja wegmachen. Obwohl, die holen es dann einfach nur zurück. Okay, passt schon. Dann können wir hier Doppelklick drauf machen, sagen, die sollen das transportieren. Wir können das hier auch transportieren. Hier, wir haben 8 Mahlzeiten, die gerade nicht gegessen werden, weil wir das verboten haben. Da kommt keiner rein. Ach so, der Raum ist zu. Jetzt check ich's. Okay. Ja, wir stabilisieren das alles gleich. So. Bitte erst Statusraum schön machen. Was heißt das? Was ist Statusraum? So, das Problem ist, warum wurde nicht angepflanzt? Ist gerade Winter. Draußen sind 14 Grad. Kann es sein, dass wir den Winter nicht überleben, weil wir kein Essen haben? So, Fallen werden aufgebaut. Das wird da reingemacht. Dalus Raum. Was mit Dalus Raum? Was mit Dalus Raum? Wir könnten die Beeren hier ernten. Haben wir erstmal ein bisschen was zu essen. Und wir können Tiere jagen. So, Uhren können wir aufbauen, montieren. Haben wir erstmal hier eine hin. Damit der Raum schöner wird. Und bei Dalu eine rein. Was macht Mäntel hier? Spannt sich. Oh shit. Okay, Überfall. Und es sind Tunnelgräber. Fuck. Ah, und die Quest läuft ab, ne? Es sind 4 Stück. Wie viele Fallen haben wir? Ne, es sind mehr. Es sind 6.
sind 6 Stück. 6 Tunnelgräber. Also Fallen wurden alle gebaut, bis auf die 2. Und noch 50 Holz. Schaffe ich es noch eine zu bauen? Bis die kommen. So, Quest läuft ab in 13 Stunden. Schauen wir uns mal die Quests an. Was war das? Das war mit der schlechten Laune. Ja, die kann ich gerade nicht machen, Chat. Die ist gerade zu... Wir sind gerade so am Limit. Das geht nicht. Sind Besucher da? Nee, sind keine Besucher da. Die sind schon weg. Ja, das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Wir montieren und gucken, wo sie hier durch wollen. Die werden, glaube ich, ganz normal unseren Eingang nehmen, Chat. Die kommen gerade von der richtigen Seite. So, Chat und Mantle sind hier. Wo ist Dalo, der pennt? Okay. So, die kommen. So, Fallen wurden gebaut. Dann sagen wir hier in der Base bleiben. Die Quest betrifft doch nur weibliche Bewohner. Genau, die würde dann Mantel betreffen. Das heißt, ein Drittel von unseren Kolonisten wäre leicht nicht zu gebrauchen. So, wir haben gute Waffen. Wir haben 2 Uzzis und Mantel ist Raufbold. Also Mantel wird tanken. Und Chat und Dahl, wir müssen dann hier drin kämpfen. Also wir warten jetzt erstmal, bis sie kommen. Wir könnten das sogar so machen, dass wir diese Tür hier aufmachen und wir stellen uns mit Chat hier hin und mit Mantel hier hin, nee, nicht mit Mantel, mit Dalo hier hin und wir schießen in dem Gang, schießen wir die tot. Musst du die Basezone nicht noch in den Raum erweitern? Ja, später, das ist gerade nicht wichtig. Die Fallen reichen eh. Es sind 6 Leute, wenn jeder 2 Fallen tankt. Also müssen 3 töten, damit die abhauen. Und wir haben nicht 9 Fallen. Wir haben nur 8 Fallen. Das ist eine Tech-9, keine Uzi. Echt? So, ich gehe mit Chat jetzt... Stelle ich mich hier rein. Mit Dalu stellen wir uns hier rein. Bitte mach nicht so eine Wand auf. Oh, der will. Hä? Ey. Fuck you. Jetzt haben wir ein Problem. Was? Wo haut er drauf? Da drauf? Nee, da nicht. Haut er auf die Tür? Wir könnten. Ja, der macht diese Tür hier auf. Wir sind im Arsch. Fuck. Tiere in die Kühlkammer. Ja. Also um die Tiere zu... Okay, wir retten erstmal die Tiere. Problem ist nur, ich weiß nicht, wie wir das überhaupt retten sollen. Wir machen ein neues Gebiet. Neues Gebiet, Gebiet 2 nennen wir es einfach. Gebiet 2 erweitern. So, Tiere in die Kühlkammer. So, angenommen, wir lassen die reinkommen. Können wir hinten raus und die dann in die Fallen locken? Das sind halt 6 Stück, ne? Tür in der Mitte aufmachen und die rechts daneben zu. Also die zu und die da auf. Schaffe ich aber in der Zeit nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hier sogar kämpfen, oder? Wie viele kommen denn? Der kommt als erstes durch, dann der, sind die auf Drogen? Die auf Drogen?
Wir auch nicht. Was auf Fernkampf. Das schaffen wir nicht mehr. Dann machen wir es anders. Ich komme auch nicht mehr rein. Also wir stellen Mäntel zum Tanken hinter diese Tür. So, die Tür ist jetzt auf. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen können. Der will jetzt direkt in den Nahkampf gehen. Wenn ich mit Chat aber direkt renne. Mit Dalu auch und diese Tür hier zugeht. Und mit Mäntel gehen wir hinterher. Schaffen wir das? Du hast fette Armor. Problem ist, wenn ich zu lang brauche für den Kampf, sind die hier da. Warum schießt er nicht? Aber ich glaube, im Nahkampf ist problematisch. Also ihr meint, ich soll fighten, oder was? Ihr meint, ich soll fighten? Dalu macht den One-Tap. Okay, dann fighten wir. Okay, Dalu wurde gehittet. Tod in 8 Stunden. Ich würde jetzt aber mit Chat abhauen, weil die kommen jetzt. Warum? Ja, weil wenn Chat hier... Hier kommen noch 2 Leute rein, das wird zu viel. Okay, der ist direkt down. Sehr gut. So. Oh, wie schnell die sind. Warum ist die Tür hier? Oh nein, die Tür ist nicht. Fuck. Die Tür war nicht auf. Wenn wir Glück haben, kommen die trotzdem den Weg hier. Schaut mal, die wollen hier rein. Wie schwer ist Dalu verletzt? Nicht so schwer. Es wäre sogar besser, wenn die hier durchlaufen. Wir gehen mit Dalu hier hin. Okay, der läuft hier lang. Die laufen oben lang. Ja, sehr gut. Der ist tot. So, der will die Felder anzünden und mein Ding kaputt machen. Der kommt durch die Fallen gelaufen. Nehmen wir Dalu hier hin, schießen auf den. Gute Hits von Dalu. Dalu ist eine Maschine einfach, ne? Kleine Hits. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, weil der kommt rein. Die Tür muss jetzt zugehen. Fuck. Oh! Alter, das war ja... Der Close war ja in letzter Sekunde. Okay, sieht gut aus. So, der ist verletzt. Tod in 5 Stunden, okay. So, die kommen jetzt hier durch. Eine Falle, 3, es sind noch genug Fallen. Wenn der tot ist, vorbei, oder? Wenn der tot ist, hauen die ab, oder? Ja, die hauen ab, perfekt. Nice, GG. So. Puh. Hätte auch in die Hose gehen können, ganz ehrlich. So, die hauen jetzt ab.
Der wird diese Tür hier kaputt machen. Wir könnten... Ah, der will hier durch. Nice. Okay, der ist down. So, den lassen wir wegrennen. So, sollen wir die jetzt retten, ist die Frage. Der stirbt in 4 Stunden. Lass mal schauen. 48 Jahre alt, verweigert Brandbekämpfung, ist Pyromane und blutrünstig. Gequälter Künstler. Nee, den wollen wir nicht. Wollen wir den? Der ist vier. Das sind alles Pyromanen. Die beiden sind Pyromanen, die will ich nicht. Nee, die sollen alle weg. Wir wollen keinen von denen. Okay, so, das heißt. Ich würde gerne die Leichen wegbringen. Wir schaffen direkt die Leichen weg. Ah ne, warte. Wir müssen kurz hier umstellen. Unbegrenzt. So, Dalu, bring den hier bitte weg. So, Chat, die werden sowieso Leichen sehen. Trag den weg und Mäntel trägt... Wir wollen den nicht gefangen nehmen. Wir können den noch nicht wegtragen, solange die nicht tot sind, ne? So wie ich das sehe. Was mit dem Feuer? Ja, das hier oben. Das tangiert uns jetzt nicht. Das ist einfach ein Waldbrand, den werde ich auch nicht löschen. Wir könnten die ausziehen für die Helme. Stimmt, 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 stimmt. Der lebt noch? Hat der einen guten Helm? Das ist eine Mütze, Chat. Und das ist auch eine Mütze. Ja. Den Rest gehen. Wir können die gleich töten, ja. Mit Dalu. Wir bringen erstmal die ersten beiden Leichen weg. So, dann können wir das hier wegbringen. Das hier auch. Den Bogen auch. Denk an den Anima-Baum. Was ist mit dem Anima-Baum? Die Leiche wollen wir auch wegbringen. Das hier können wir einsammeln. Die Tür hier wollen wir wieder reparieren. Das ganze Blut hier würde ich gern wegmachen. Das sollte aber Mäntel machen. Macht der Regen auch Blut weg? Oder braucht man dazu eine Mod? Heute Leon? Ja, Leon kommt, ist schon da. Leon ist schon da. Der ist gleich da, Chat. Macht euch keine Sorgen. So, die anderen Leichen will ich jetzt auch wegbringen. Das machen wir bitte mit Dalu. So, weil Dalu ist Psychopath, der hat kein Problem damit, Leichen rumzutragen. Spielt man hier heute noch RimWorld? Ne, leider nicht mehr. Tiere wieder rauslassen, stimmt. Guter, guter, guter Call. So, Tiere dürfen wieder in die Zone, dürfen essen. Er schläft gerade noch. Okay, wir müssen die Fallen wieder aufbauen. Wir brauchen mehr Holz. Wir können diesen Raum hier auch größer machen. So, Befehle. Abbauen. Jetzt machen den Raum hier größer. Dann machen wir daraus den großen Lagerraum. Hier kommt der Eingangsraum hin. Und wir haben eine neue Quest. Wir schauen mal ganz kurz. Tranka, Häuptling der Fraktion Verbund der Garkan, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Piraten von einem nahegelegenen Lager aus ihre Karawanen. Das Lager gehört zu der Fraktion Die finsteren Gauner. Tona hat uns gebeten, das Lager zu zerstören. Genauer, es sollen alle Gegner und Geschütztürme ausgeschaltet werden. Tona meint, dass dort ein Banditenlager ist, das von 3 Gegnern Piraten bewacht wird. Nee, keine Chance. Das ist ja viel zu gefährlich. Wir kriegen ja gerade so die Kolonie so zusammengehalten. Und das sind Geschütztürme und 3 Panzer. Das machen wir auf keinen Fall. Ja, Chat ist auch sehr gut, Chat. 96% dagegen. Genauso will ich das sehen. Hi, Leon. So, Schmieden wurde abgeschlossen als Forschung. Das ist sehr gut. Dann können wir hier in Maschinenbau gehen. Als nächstes. Dann bauen wir die Fallen aus. Wir müssen diese Tür hier auch noch fixen. So, die Fallen hier würde ich auch gerne wieder gebaut sehen. So, die Tür hier ist zu. Das Silber hier tragen wir weg. Das hier können wir auch wegtragen. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal ein Händler, mit dem wir die ganzen primitiven Waffen andrehen können.
Weiter hier. Die Konstruktion ist fehlgeschlagen. Dalo versorgen, der ist schon versorgt, soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Dalo wurde versorgt, Behandlungsqualität 46%, also ziemlich gut. So, der Raum hier wurde gebaut, das ist ziemlich geil auch. Hier ist auch zu. Hier hinten ist auch alles zu. Ja, sehr gut. Dann werden wir in der nächsten Folge sehen, ob wir diesen Angriff überleben. Fuck. Granatwerfer. Nee! Molotovs und Granatwerfer. Ich habe keine Fallen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor und attackiere sie mit einem Präventivschlag. Oh Mann. Fünf. Wir müssen also drei töten. Und wir haben aktuell eine Falle. Zwei. Zwei Fallen. Wo sind Chat? Chat ist hier. Mäntel ist hier weit draußen, aber das ist okay. Wir haben hier auch Holz. 36. Dalo schläft. Okay. Wir werden hier speichern. Granaten. Angriff. Caps Lock. Okay. So. Spielt Matteo eigentlich mit Losing is Fun und 500% oder nur die 500%? Wir spielen mit, also der härteste Schwierigkeitsgrad und dann da drauf 500%. Also Losing plus 500%. Gut, habe ich gespeichert? Hoffe schon, oder? Zum Desktop. Gut, okay. Da will ich mal Zukunfts-Matteo freuen. Ja, am Sonntag. Wieder viel Spaß haben. Gut, dann war's das mit RimWorld an einem ungewöhnlichen Mittwoch. Ich mache das Outro und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Leon. Ja, Mafia, meine Familie, die kommen aus Italien. Die haben, in Italien haben die alle umgebracht. Jetzt bin ich hier und diese Straße gehört mir. Guck mir in die Augen. Du bist der Mörder und ich weiß es.